Christine, dass du da bist. Unser Publikum. Es betet dich an. Und dann, meine Damen und Herren, heute mal wieder im Sitzen, Zimmer frei mit Christine Westermann. Christine, was unser Publikum wissen will, ist, wie bist du in diese schreckliche Lage gekommen? Bisschen Bungee-Jumping, ja, am Kölner Dom, unglücklich aufgekommen, Wadenbein, ja, gebrochen. Ja. So schnell kann es gehen. Aber wir machen unverdrossen weiter, denn heute ist wieder Zimmerfreitag. Und wer ist unser Gast? Wir haben einen tollen Gast, der ist zum zweiten Mal da, der Scharfrichter unter den deutschen Kabarettisten. Das kabarettistische Maschinengewehr ist wunderbar. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Sagen wir einfach, wenn alle Komödianten so wären wie er, wäre Comedy kein Schimpfwort, meine Damen und Herren. Heute zu Gast bei Zimmerfrei, Wilfried Schmickler! Sorge dich nicht, dass sie nicht vorbei geht. Oh, lecker! Buongiorno! Buongiorno! Wir wollen gleich mit der Katze aus dem Sack. Du bist das zweite Mal da. Lange, ja, lange ist her, dass es erst mal da war. Da hatte ich noch kein einziges graues Haar. Es ist 11 Jahre und 11 Kilo her, wenn Sie mich fragen. Und damals hast du etwas zu essen bestellt. Da war ich der Überzeugung, das kann man gar nicht essen. Das war Sauerloch. Sauerloch. Sauerloch, ja. Es sah so aus, wie es hieß, und es roch so, wie es aussah. Nee, es war total lecker. Kartoffelpüree mit Senfsoße. Ja, ja, so kann man es auch beschreiben. War lecker. Aber das ist schön hier. Das ist ein feines Essen. Ne, Bratkartoffeln. Ja, ich habe gesagt, mach's einfach. Ich habe heute Morgen in der Zeitung noch gelesen, eine Gastrokritik. Da war jemand vom Fasanenparfait überrumpelt. Und das wollte ich vermeiden. Und von Bratkartoffeln kannst du nicht überrumpelt werden. Dennoch wollen wir einen erneuten Besuch Lecker. Freuden anstoßen. Ach, Jungs, ich mach Bier. Du machst Bier, okay. Ja. Ich trinke auch nur so ein Stückchen davon. Ja, ich trinke den Rest dann. Wilfried Schmickler ist richtig nervös. Boah, ja, jedes Mal. Woran können wir denn merken, wenn es vorbei ist? Passiert das noch in der Sendung? Die Nervosität, wenn die vorbei ist. Ja, wollen wir mal sehen. Also ich glaube nicht, dass ich sie lege. Aber du kennst uns doch. Ja, ich kenne euch. Im Grandau, deshalb bin ich nervös. Aber das war eine super Vorlage. Ich weiß ja nicht, was ihr euch da wieder alles überlegt habt. Auf einmal sehe ich aus wie Boris Becker mit diesem albernen Ding da. Kommt das in eine Zeitung und ich kann mich nirgendwo mehr sehen lassen. Ja, das war gut. Ich fürchte mich total vor dem Bilderrätsel, weil das Wilfried Schmickler mitbringt. Und wir haben heute Morgen telefoniert und er hat gesagt, das kriegt ihr nie raus. Ja. Ich wette, ein Fass Kölsch. Nee, du trinkst ja Pilz, einen Kastenpilz. Ja. Dass wir es rauskriegen. Das erste oder das zweite? Beide. Beide? Beide. Okay. Du musst allerdings sehr viel helfen, natürlich. Hey. Das machen wir bei dir ja auch. Ich bin Sportsmann. Ja, eben. Woran kannst du dich erinnern? Beim letzten Mal? Das ist 11 Jahre her. Also außer, dass du aufgeregt warst. An das Zimmer. Warum? Da hattet ihr da oben einen Kohlenkeller aufgebaut. Ich habe mal irgendwas erzählt von wegen, dass ich in meiner Kindheit so gerne Briketts gestapelt habe. Also dass das immer ein super Akt war, wenn die Briketts kamen, Säcke in den Keller und dann war der ganze Keller mit einem riesen Haufen voll Briketts. Ja. Und ich habe die dann gestapelt so in so Reihen. Am Ende standen die da wie so eine Mauer. Ich war schwarz und dann in die Badewanne mit schwarzem Rand. Fantastisch. Und da hattet ihr da oben so einen Kohlenkeller aufgebaut. Was und der war randvoll mit Briketts. Was hätte aus dir werden können? Ja? Brikettstapler. Ja. Oh, Hochstapler quasi. Oh, Börner, Brüller, Leute raus. Das können nur die besten Kabarettisten. Außer Lameng mal eben so einen Brüller raushauen. Ja. Ja, dabei muss ich mich total konzentrieren, weil meine Frau hat extra gesagt, du sollst nur ganz kleine Häppchen essen. Weil sie hätte neulich jemanden gesehen, der hätte sich aus dem Mund so vollgestaubt. Nur immer am Mammel. Ja. Das warst du. Ja. Okay. Ja. Wir gucken uns das jetzt an, wie das vor 11 Jahren war mit dem Sauerloch und der Sendung mit Wilfried Schmickler. Ich glaube, wir haben das Sauerloch leider nicht drin, weil wir wollten Ich wollte mit Appetit weiter essen. Aber der Rest. Heute ist der Gast bei Zimmer frei, Wilfried Schmickler! Fusselrolle! Tapetenwechsel. Heimwerker. Und sie tanzen einen Tango. Jackie Brown und Baby Miller. Sie zieht wieder. Also du jetzt. Bimsstein. Köln. Warum Köln? Ja, rosa.
Leverkusen. Warum Leverkusen? Ja, Chemie. Und er sagte leise, Baby, oh, oh ja. Wenn ich austrinke, machst du dicht. Wilfried Schmickler hat gesagt, sein eindringlichstes Kindheitserlebnis war ein Erfolgserlebnis im Keller. Oh ja. Briketts gestapelt. Oh, oh, super. Blühende Blicke, steigende Spannung. Kneipenbesuch. Sehr gut. Ecken, Ecken. Ja. Kneipenecke. Eckkneipe. So war es vor 11 Jahren mit Wilfried Schmickler. Wir haben beide graue Federn gekriegt in der Zeit. Ihr habt euch überhaupt nicht verändert. Nein. Nein. Ich bin ein bisschen fülliger geworden. Nein. Aber ihr seid doch nein. Nein. Wir beiden super, sind fülliger geworden. Ja. Sag mal, letzte 11 Jahre, wie gut hat das Leben mit dir gemeint? Mhm. Gut. Und manchmal denke ich auch zu gut. Ich arbeite zu viel. Ich muss zu viel arbeiten. Und, aber du musst doch, könntest doch ein bisschen weniger machen. Das geht nicht. Irgendwie geht das nicht. Also wenn man da einmal drin ist, ich meine, Götz kennt das auch, genau. dann fragt er und dann macht man es doch. Meine Frau hat mir jetzt überall so große Schilder ins Büro gehängt, wo Nein draufsteht. Nein, nein, nein. Und? Dass ich das immer sehe, wenn jemand fragt, oh, wir machen da so eine schöne Sache für unsere Frauen in der Gemeinde, da könnten sie doch... Nein. Und dann, aber, jein. Aber hören Sie. Okay, ich komme. Worauf hättest du gut verzichten können in den 11 Jahren? Ach, auf nichts. Nee. Also ich finde es okay. Also ich bin eigentlich immer sehr zufrieden mit dem, was ist. Und hieße ja zu meckern. Und wenn ich anfange zu meckern, dann wird es läppsch. Also über mich meine ich jetzt, über mein Leben. Nein. Über alles andere, ja. Vor 11 Jahren hast du gesagt, du willst auf jeden Fall mal Tai Chi anfangen. Ja. Wie ist es mit dem weißen Kranich? Das sah so scheiße aus. Das sieht doch toll aus. Das sieht doch super aus, oder? Nee, war nichts für mich. Gesangsunterricht habe ich mal gemacht. Hat man mir dann hier aufgrund dieser Sendung hat man mir das zum Geburtstag geschenkt. ein vergiftetes Geschenk. Ein Gutschein. Und da komme ich zu dieser Gesangslehrerin irgendwo unterm Dach. Und da sagt die zu mir, jetzt machen wir erstmal Atemübungen. Ich sage, ich wollte singen. Nein, erstmal. Und dann muss ich irgendwelche Atemübungen machen und mein Zwerchfell und da habe ich schon keine Lust mehr. Aber so ist das, wenn du Klavier spielst, dann musst du auch erst eine Fingerübung machen. Ja, ja, ich spiele ja kein Klavier. Aber was du spielst, ist unser erstes Spiel und zwar gemeinsam mit uns. Was spielen wir denn? Und dieses Spiel heißt Rate die Beschimpfung. In diesem original gewaltfrei getöpferten australischen Aborigines-Gefäß befindet sich... Nach vorne. Bitte? Nee, wir müssen nach vorne. Wir müssen nach vorne, natürlich. Die neue Mode, wir gehen jetzt dafür nach vorne. So. Aufstehen? Weil wir uns immer wieder neu erfinden. Hinsetzen. Hinsetzen da vorne. Ach so, Westermann. Du. Ach, deshalb. Und du auch. Entschuldigung. Ja, ja. Tut's weh? Wir haben also in diesem original gewaltfrei getöpferten australischen Aborigines-Gefäß Beschimpfungen. Jeder von uns wird eine rausziehen im Wechsel, wird diese Beschimpfung kurz lesen und wird sie dann an uns weiterreichen, als Verbalinjury, allerdings umschrieben. Unsere gute Freundin Christine Westermann macht vor, wie es geht. Wir müssen raten, was sie meint. Genau. Ja, und es muss sanft sein. Oh Gott. Also du bist einer... Nee, warum ich? Er? Achso. Nee, ihr beide seid welche, bei denen es manchmal oben rauskommt, aber auch hinten. Ja. Sesselfurzer. Ja, aber da ist nichts vorne. Stimmt. Also wenn ihr... Großkotz. Ist schön, aber auch nichts hinten. Auch nix, nee. Schleimscheißer. Ja. Wieso? Er hat es wieder gelesen, während ich es da hingehalten habe, oder? Natürlich. Wieso kommt der Schleim denn da oben raus? Wo kommt der bei dir raus? Ja, Schleimscheißer kackt doch Schleim. Nein, ist auch egal. Genau, so ist es gedacht. Ach
so, ja, ja, ich muss ja. Egal. Das ist so, man nutzt diese Wörter so häufig und dann lernen wir erst, was sie bedeuten. Ne? Zum Beispiel ja. Zu dir? Weg da. Dahin. Ja, aber auf ihn musst du aufpassen. Ich fass es nicht, Götz. Jetzt guck da, ich glaub's nicht. Hast du? Gut. Ich hab nichts gesehen. Also, du nicht. Danke. Hä? Er. Also, du bist einer, der mit Puppen in der Ritze spielt. Also, mit. Oder sagen wir mal so, mit Krokodilen an der Rosette. Du lebst eindeutig zu lange in Köln. Aber, Oh Gott, Leute, das ist ja richtig gut, oder? Oder also, ist du singst am After Tritratrullala. Ich weiß es nicht. Das ist Arsch, habe ich doch in meinem Leben noch nie gehört. Ich bin sicher, dass es schon viele Leute über mich gedacht haben. Gesagt hat es mir doch keiner. Aber ich kenne das auch nicht. Arschbacken, Kasper. Okay, jetzt bin super. Ich dran. Aber schön. Arschbacken, Kasper. Also, die haben auch welche erfunden, wie ich jetzt richtig sehe. Ja, das kommt mir aber auch so vor. Ich guck nicht. Du, ja. Es gibt Menschen, ich kenne keinen persönlich, deren Denkzimmer oberhalb der Nasenwurzel hat die Größe einer sehr, sehr kleinen Spatzenhirn. Ist das Spatzenhülsenfrucht? Hülsenfrucht. Erbsenhirn. Ja! Erbsenhirn. Tolles Spiel. Arschbacken, Kasper. Okay. Diese Sendung hat mein Leben reicher gemacht. Also, ihr. Wir jetzt wieder. Ja, wir. Also, das, was ihr. Ja, das ist normalerweise auf dem Mettbrötchen drauf. Und man könnte es euch so in den Mund drücken: Zwiebel. Nee. Also. Hackfressen. Super. Fantastisch. Eines meiner Lieblingsschimpfe. Oh, nee. Scheiße. Also, kommst du nicht drauf. Nee. Aber es spielt an demselben Ort, wo eben. Nur die Puppen von eben, ne? Die kommen da nicht vor, sondern so ganz klitzekleine Wesen. Analamöbe. Analamöbe. Dafür, als ich noch nicht geschimpft habe, war das Zimmer frei. Es gab Jahre, da gab es keine Zweifelfolge, ohne dass das Wort Anal. Wir werden doch hier nicht den ganzen Abend mit. Wir haben es mal ein Jahr lang vorgenommen, jede Sendung ist es einmal das Wort Analamöbel. Ach so, okay. Sagen. Das ist das schön. Ich habe es lange nicht mehr gehört. Ich kann das gar nicht. Nee. Ach so, was sag ich doch nicht zu anderen Leuten. Na, jetzt aber. Ein weibliches Säugetier. Aha. Das mit einem langen Bart ausgestattet ist und eine pikante Milch gibt. Aber in diesem Zusammenhang geht es noch um ein Gewürz, das gerade in der Weihnachtsbäckerei üppige Verwendung Lebkuchen? Findet. Lebkuchen? Lebkuchen ist kein Gewürz. Zimtzicke. Oh! Super! Fantastisch! Auch schade. War schön. Ja. Können wir jetzt weiter essen, ihr Analamöbe? Halt bloß die Klappe, du Arschbacken, Kasper. Sag mal, Wilfried, wenn wir schon mittendrin sind, wenn du so dein Programm schreibst, wunderst du dich manchmal, was so aus dir rausbricht? Ja. Ja? Ja. Ja, ich wundere mich, was mir einfällt. Weil mir fällt so normalerweise eigentlich gar nichts ein. Außer, sagen wir mal,
Arschbacken, Kaspar. Aber ich muss mich halt immer hinsetzen und bei Null anfangen. Und wenn ich dann fertig bin, denke ich, och. Baut sich da so ganz vorsichtig eine Wut auf? Oder wie ist das? Ach, was heißt Wut? Ich kann's eben, ich kann bestimmte Dinge eben einfach nicht ertragen. Ich kann Dummheit nicht ertragen, ich kann Geiz nicht ertragen, ich kann Intoleranz nicht ertragen. Ich kann so viele Dinge, habe ich so eine Grundabneigung gegen. Und wenn die mir irgendwo begegnen, dann kriege ich die Wut. Wie laut ist es in deinem Innern, wenn du schreibst? Ach, ziemlich laut. Und zwar brüllt es von allen Seiten, ach, geh doch lieber vor die Tür und mach was anderes. Oder hör dir doch mal eine CD an. Oder willst du nicht den Keller aufräumen? Ah, ja. Also ich gehöre zu den Menschen, da gibt es einen Fachbegriff ja. für, die das immer... Prokrastinieren? Prokrastination. Ich bin so ein Prokrastinateur. Ja. Ich schieb's immer so. Kollege Lutz van der Horst ja. hat deine Familie getroffen und hat ziemlich viel Spaß gehabt. Also gleich am Anfang sogar. Wo ist sie? Hallo. Ich treffe jetzt drei bedeutende Frauen in Wilfrieds Leben. Eine sitzt neben mir, das ist die Ehefrau Ilona, in deren Atelier ich gerade bin. Hallo. Hallo. Gibt es keinen Ärger, wenn wir hier so dicht beieinander sitzen? Das weiß ich noch nicht, das sehen wir nach der Sendung. Okay. Wie ist er denn so privat, der Wilfried? Ist er da auch mal ein bisschen ruppiger, so wie auf der Bühne, oder ist er eher ein lieber Typ? Privat ist Wilfried eher sehr, sehr ruhig. Ja? Ja, auch wenn man es nicht glaubt, aber nach der Show ist bei uns Ruhe. Ach echt? Und dann sitzt ihr ganz ruhig beisammen? Reden nicht. Okay. Nur mit Handzeichen, das Nötigste. Okay. Und ist er ein Familienmensch, würdest du das sagen? Also, als ich ihn kennengelernt habe, da war er gerade dabei, Familie abzuschaffen, was nicht geht, weil er hat noch eine Schwester so. Und eine Nichte. Und ja. gab es auch noch seine Mutter. Und dann musste er meine Familie kennenlernen. Und das ist ein Knaller, das sind über 40 Leute, die eng an mir dran sind. Ach du Liebe. Zwei lernen wir jetzt noch kennen, wir gehen mal rüber, ja? Okay. Neben mir sitzt jetzt die Schwester Elke, hallo. Hallo. Und hier sieht man sie auch mit dem Wilfried. Wo ist das, bei der Kommunion? Bei der Kommunion, genau. Und die haben sie zusammen auch gemacht, oder wie? Genau, wir haben es zusammen gemacht, weil das war zusammen einfach günstiger. Okay, sehr praktisch gedacht. So, dann haben wir hier auch noch die Schwiegermutter, hallo. Ja, guten Tag. Das ist die Heide. Heidemaries. Was hat es genau mit dieser Krone hier auf sich? Ja, die ist mir verliehen worden, als mir mal ein Essen besonders gut gelungen ist. Passiert nicht immer. Und da sagt er, Heidemarie, dieser Braten zu Weihnachten, das war der Weihnachtsbraten Rehrücken einer Königin würdig. Und dann hat er mich gekrönt. Ach, schön. Das heißt, ich höre ein bisschen Selbstkritik, das Essen gelingt nicht immer, oder wie? Oh nein. Je älter ich werde, geht auch desto mehr daneben. Und er vertuscht das aber schön. Er guckt mich an, kniet und isst. Okay. Ja, das reicht. Okay. Und dann verkneift er sich auch keinen Kommentar? Oder? Auch da kommt schon mal was los. Ehrlich, was? Ja, er sagt zum Beispiel, wenn der Spargel nicht ganz gar war, sagt er, oh, Apfelspargel habe ich noch nie gegessen. Okay. Oder meine wunderbare Nachspeise, die auch misslungen war, Grillaal. Als Rhabarber, wunderbar. Sehr schön. Sie sind aber eine nette Schwiegermutter, muss ich sagen. Ja, sie hätte ich auch gern. Geht da noch was, Ilona? Oder wie, ich habe keine Schwester, tut mir leid. Alles klar. Ich hätte auch Sie genommen, aber ich will nicht noch mehr Ärger haben. Ich gebe mal lieber wieder zurück nach Köln. Dankeschön. Lutz von der Horst, im Gespräch mit den engsten Verwandten unseres heutigen zimmerfreien Gastes, der uns zum zweiten Mal beehrt, Wilfried Schmickler. Diese Kommunionsgeschichte ist eine, also eigentlich so im Nachhinein eine wunderbare Geschichte, aber als es passiert ist, schönstes Kindheitserlebnis zur Kommunion, ganz viel Pralinen bekommen. Pralinen, ja, Pralinen. Da gab es eine Nachbarschaft, das war üblich. Man kriegte dann halt eine Kiste Pralinen, dann wurden die übereinander gestapelt und die waren höher, der Turm war höher als ich selber. Also man konnte sich daneben stellen und die Pralinen standen so an der Wand und waren bestimmt so viele. Das war das Schönste und gleichzeitig war es das Eindringlichste, wie du sagst, Kindheitserlebnis, weil du dir eine ordentliche Tracht Prügel eingefangen hast. Oh ja, diese Pralinen kamen dann direkt nach der Kommunion in das berühmte Klappsofa im Wohnzimmer, was ausgeklappt wurde, wenn die Oma bei uns geschlafen hat. Das war so ein kleines Wohnzimmer und da war so ein Klappsofa und da kamen die unten alle rein. Da kommt normalerweise die Bettwäsche rein, da kamen die alle rein und man bekam jeden Abend eine. Schachtel oder eine Praline? Eine Schachtel.
Eine Praline als Betthupferl. Und da war meine Mutter mal im Krankenhaus, ich war allein zu Hause, mein Vater kam von der Arbeit, ich die Zeit genutzt, die hinterste Schachtel, das Zellophan abgezogen, sauber, mir eine rausgenommen, das Zellophan wieder drüber gezogen, wieder nach ganz hinten gelegt. Und genau die dämliche Packung nimmt mein Vater also von der Arbeit, also abends dann zum Bett kommt und sagt, da fehlt eine, hast du die genommen? Wie kann ich? Das Zellophan war drüber, die Packung war wie neu. Klar. Muss ein Produktionsfehler gewesen ganz sein. Ganz klar. Boah, dann habe ich so den Arsch voll gekriegt. Das waren doch deine Pralinen. Eben, ja. dieses Grundsatz, da habe ich vielleicht auch ein gewisses Gerechtigkeitsgefühl entwickelt aus dieser Pralinengeschichte, weil das waren verdammt noch mal meine Pralinen. Und die hätte ich mir auch in die Haare schmieren können oder ins Klo runterspülen. Hast du gesagt, das ist doch komplett ungerecht? Hätte ich vielleicht zweimal den Arsch voll gewollt oder was? Das war ja auch nicht. Später noch mal, hast du mal mit deinem Vater drüber gesprochen? Ach Quatsch. Das hat aber das sind doch so Dinger, die hängen einem doch im Herzen, oder nicht? Ja, aber im Grunde lachen wir doch jetzt drüber. Ja, im Grunde. Aber im Grunde ist es immer noch komplett ungerecht. Ja, der Clown muss auch mal traurig sein. Oh, der war gut. Ja, noch Besseres kommt jetzt, denn jetzt kommt unser Zimmer frei. Richtig. Und weil unser von Witt zum zweiten Mal da ist, bringt er das Bilderrätsel mit. Und Christine und ich haben das Nachsehen. Na, dann schieß mal los. Also fangen wir mit dem Einfachen an. Weil, ja. Ne, ja, also, wer bin ich? Wird mein kreisrunder Haarausfall im Alter noch weitergehen? Werden meine vierten Zähne wirklich halten bis an mein Lebensende? Wo bin ich? Was bin ich? Werden die Rumänen und Bulgaren jetzt in unsere Sozialsysteme einwandern? Können wir mal kurz... Ja, ich stopp. Ach so, ich habe vergessen zu sagen. Halt mit Einblenden und so. Ja, das wissen wir schon. Ah, okay. Das, wir kennen uns aus. Wir wieder jetzt wieder eingeblendet oder eingeblendet wieder ausblendet. Danke, sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. Hat's was mit Kreislauf zu tun? Sehr gute Idee. Aber eine falsche Idee. Nee, Kreislauf ist gut. Schon mal richtig. Also Kreislaufbeschwerden? Nein, Kreislauf. Ich will ja Fragen. Fragen, Kreislauffragen. Existenz? Kreislauf. Existenzfragen? Nein. Nee, es hat das mit dem Was Kreislauf hat der Mann, der um euch rumgeht? Der grübelt. Ja, und was hat der? Kreisrunder Haarausfall. Was habe ich mit meinem kreisrunden Haarausfall? Eine Glatze. Na ja. Aber. Eine Platte. Nein, was? Eine Fleischmütze. Um was handelt es sich bei all dem? Was ist der Grundbegriff für all das, was ich da... Fragen. Fragen, anderes Wort für Fragen, ungelöste Fragen. Rätsel. Rätsel, ungelöste Fragen, Rätsel. Wenn ich ein Rätsel nicht löse, was habe ich dann? Ein Problem. Ja, und was habe ich dann, wenn ich das zusammen mache? Kreislaufproblem. Ja! Und was das Verblüffende ist. Praktisch ohne Hilfe. Simpel, simpel. Ja. Alles klar. Aber jetzt kommt der, jetzt kommt's. Ob wir den auch ohne Hilfe schaffen, der jetzt speziell kommt? Für dich. Speziell für Christine. Ja. Ein Doppel ist eine Redewendung. Es ist eine Redewendung. Nicht ein Begriff, eine Redewendung. Okay. Erster Teil. Ja. Eingeblendet, Lösung. Okay? Ja. Ist das Religiöses? Da macht er ganz kleine Schritte. Zweite Teil. Da macht er ganz kleine Schritte und da macht er. Ah! Ein kleiner Sprung für einen Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit. Nein. Doch, doch, ist sehr schön. Ja, was mache ich am Anfang? Was ist das Erste, was du ich dazu tue? Häschen in der Grube. Ich hüpfe. Sehr guter Ansatz. Ja? Was mache ich beim zweiten Mal? Springst. So, wie heißt... Sprung. Ja! Mein Gott. Super. Ich muss ehrlich sagen, Christian, den haben wir uns redlich verdient, den zimmerfreien Fanschall. Daher aber traditionell an den Mann geht, der bei der zweiten Mal das Bilderriss mitbringt, geht dieser zimmerfreie Fanschall an Wilfried Schmickler. Cool. Schon, das wäre was Religiöses. Nein, ich sollte nur gleich aussehen. Also, schön, toll. Ich habe in den letzten
Ich habe in den letzten Wochen in meiner Stammkneipe jeden Abend einmal dieses Rätsel aufgeführt, um zu gucken, ob es überhaupt einer rauskriegt. Und die standen da. Und hier sind zwei geniale Rätselrater. Ja, das stimmt. Die brauchen keine Hilfe und nichts. Lieber Wilfried, ich würde gerne mit dir aufs Zimmer fahren. Zack, zack, Arschgar. Was? Ich würde gerne mit dir aufs Zimmer fahren. Ja. Arschbacken-Kasper. Also. Aber da hol mich doch der Arschbacken-Kasper. Da hol mich doch der Arschbacken-Kasper. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte nur eins sagen. Christine Western besteht zusammen darauf, trotz ihrer Beinverletzung diese zimmerfreie Staffel durchzuziehen. Applaus für diese wackere Kollegin. Mach mal hier. Ja. Hast du den Gabelstapler Zinken auf die Einfahrttaschenbreite eingestellt? Das ist das Erste hier, was man machen muss. Dann mit dem Gabelstapler Zinken von der Schutzgitterseite bis zum Anschlag einfahren, okay. So. Mein Gott. Warte, er rutscht noch ein Stück rein. Und das war echt Bungee? Das war vom Kölner Dom unglücklich aufgekommen. Danke. Sowas wird mir auf der Treppe passieren. Geh doch mal vor, wir haben für dich... Der Zinken. Schön. Wir haben für dich ein bisschen Domburg gemacht. Oh ja. Die zweite Heimat nach Köln. Oh, Frikandel Spezial, Frit, lecker. Lecker. Bitte schön. Die Marke von dem Bier darf ich nicht sagen. Schön ist es. Dauernd in Domburg, wenn du nicht in Köln bist, oder? Ja. Warum? Erstens ist der kürzeste Weg zum Meer von Köln aus. 300 Kilometer, ist man in 3 Stunden da. Zweitens ist es da wunderschön, ein wunderschöner Strand. Drittens trifft man an jeder Ecke einen Bekannten, weil ganz Nordrhein-Westfalen da ist. Und also man ist quasi zu Hause und es ist einfach wunderschön. Ich liebe das Meer, ich brauche einen Urlaub, Horizont und Meer. Und das ist der kürzeste Weg dahin. Du gehst erst ab 18 Uhr an den Strand. Antizyklisches Strandbesuchen nennt man das. Aber ist er keiner? Nein, es ist halt voll, es ist ein schöner Platz, da kommen viele Menschen hin. Aber die meisten Menschen sind erst so um 11, 12 Uhr am Strand, weil die halt von weiter kommen oder die Familie zusammen raffeln müssen und so weiter. Dann sind wir immer von 9 bis 12 am Strand. Dann gehen wir und gehen einkaufen, legen uns ins Bett, machen da so Sachen. Und abends um 18 Uhr, wenn die alle wieder zurück müssen, dann gehen wir wieder runter. Und dann ist es immer schön leer da, dann ist da niemand, selbst in der Hochsaison. Also da kann man da wirklich sehr schön sein. Wie gut kannst du allein sein? Boah, eigentlich manchmal ja, aber ich bin eigentlich lieber unter Leuten. Ich bin lieber mit mehreren. Was passiert, wenn du allein bist? Was passiert, wenn ich allein bin? Da denke ich, och, bin ich allein. Nee. Nachher wird jemand kommen, der wird sagen, ich glaube, dem Wilfried ist es ein Gräuel, über Gefühle zu sprechen. Stimmt das? Ja. Warum nicht? Das sind doch meine. Ja. Ist dir das zu nah, zu penetrant, wenn man nachfragt? Ich finde da keine Worte für. Also ich müsste unheimlich lange überlegen, wie ich die richtig rüberbringe, ohne dass Missverständnisse entstehen. Denn? Weil ich vielleicht nicht geübt bin, weil ich einfach auch ein bisschen was für mich behalten will in meinem Leben. Also ich bin so eine öffentliche Person, mein Apple hängt dauernd irgendwo im Fernsehen, Radio und so weiter. Kennst du ja auch, man wird auch dauernd angesprochen. Aber du würdest mir auch nichts erzählen, wenn wir in der Kneipe stünden. Ja, kommt drauf an, wie viel Bier wir getrunken hätten. Und um was für Gefühle es dann ginge. Natürlich. Wir können wieder runterfahren. Können wir wieder runter? Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ich glaube, es ist besser, wenn du nichts tust. Ja, okay. Während sich die beiden da oben runtermühen, werde ich schon mal etwas besonders Schönes machen. Und zwar werden wir jetzt ein aufwendiges Aktionsspiel spielen. Und Sie fragen sich, mein Gott, aufwendiges Aktionsspiel spielen? Wie soll denn das gehen mit Christine Westermann? Und da sage ich Ihnen, das geht ganz einfach, indem wir
eine, Nanu, eine Ersatzfrau für Sie parat haben. Ach, da ist das gute Stück. Eine Ersatzfrau aussuchen, die einfach für dieses eine Spiel die Rolle von Christine Westermann einnehmen wird. Und damit jeder Fernsehzuschauer sofort weiß, aha, das ist Christine Westermann, darf diese Person den Original Christine Westermann Fifi aufsetzen, meine Damen und Herren. Und ich glaube, es ist jemand ausgeguckt worden. Könnt ihr mir noch mal genau den Namen sagen? Es handelt sich um eine Freundin von Wilfried Schmicklers Frau, nämlich um Conny. Conny, bitteschön. Conny, herzlich willkommen. So. Na also. Von Christine Westermann nicht zu unterscheiden. Und was wir machen, ist ein Spiel, das bezieht sich auf eine Äußerung unseres Gastes, der gesagt hat, also eine Weltreise will ich auf keinen Fall machen, könnt ihr mir schenken. Und deswegen werden wir jetzt eine Theater-Rundlauf-Weltreise machen. Wir drei werden uns nach hinten begeben und werden von unseren, ihr kennt euch natürlich. Ja. Kennst du alle Freundinnen deiner Frau? Ja, schön. Also ich kenne schon. Ja, meine Frau kennt nicht alle meine Freundinnen. So, was ich sagen wollte ist, wir werden uns jetzt da hinten in Windeseile einkleiden lassen und werden eine Spielhandlung hier rein? Vorerzählt bekommen, aufgesagt bekommen. Ja. Und die müssen wir mit authentischen Weltreisekostümen durchspielen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist einer der ganz Großen, der uns diese Geschichte vorliest. Nämlich aus dem WDR-Sprecherteam der großartige, fantastische, einmalige, spitzenmäßige, irgendwann namentlich auch mal auf einer Pappe, die mir gezeigt wird, erwähnte, einmalige, große, super Spitzentyp, wie heißt er? Ich hab den Namen einfach nicht mehr parat. Meine Damen und Herren, ich habe eine riesen Überraschung für Sie. Hier ist der fantastische Martin Groß. Willkommen. Fantastisch. Einfach großartig. Es ist ein surrealer Albtraum, dem Wilfried nicht entkommen kann. Jede Nacht, wenn er in der Südstadt eingeschlafen ist, kämpft er sich im nächsten Moment durch einen fürchterlichen Schneesturm über die Alpen. Mit einem schweren Rucksack und einem Schlitten, den er mühsam gegen den Wind ankämpfend hinter sich herschleppt. Ah, dieser Scheißschlitten! Da geht plötzlich die Sonne auf. Und er blickt in das gleißende Licht, aus dem ein wunderschönes Südseemädchen tritt. Oh, ein wunderschönes Südseemädchen. Sie lockt ihn mit einem... ...lasziven Tanz. Mühsam versucht er ihr, mit seinem schweren Gepäck zu folgen. Doch das Mädchen verschwindet um die nächste Ecke, als schon ein wilder Indianerkrieger auftaucht. Mit fürchterlichem Gebrüll, einen Tomahawk schwingend. Wo ist das fürchterliche Gebrüll? Das fürchterliche Gebrüll. Entsetzt ergreift Wilfried die Flucht. Ah, ich ergreife die Flucht. Mit Gepäck oder ohne? Mit, alles mitnehmen. Der Indianerkrieger bleibt verdutzt stehen, als er die Klänge von Gitarren und Kastagnetten vernimmt. Oh mein Gott, Gitarren und Kastagnetten, Bleichgesichter, komische Leute. Er blickt sich um und sieht die Flamenco-Tänzerin, die mit stolzen Tanzschritten auf ihn zukommt. Ah, oh, stolze Flamenco-Tänzerin. Komm in meinen Wigwam. Panisch, wirft der Krieger seinen Tomahawk nach dem bösen Geist und rennt davon. Die schöne Tänzerin dreht sich versonnen zu den andalusischen Klängen, als ein stolzer Torero auf sie zuschreitet und in ihren Tanz einstimmt. Gemeinsam geben sie sich dem Rhythmus hin. Immer leidenschaftlicher wird ihr Tanz, leidenschaftlich, als sie plötzlich erstarren. Mit durchdringendem Schnauben und stampfenden Hufen stürmt ein wilder Stier auf sie zu.
Entschlossen stellt sich ihm der Torero in den Weg, um der schönen Tänzerin die Flucht zu ermöglichen. Wütend stößt der Stier mit den Hörnern nach dem roten Tuch des Torero. Der Torero stürzt. Der Stier holt zum Todesstoß aus, als er stutzt und seinen mächtigen Schädel wendet. Was? Er stutzt und wendet seinen mächtigen Schädel. Ein alter Flötenspieler schreitet langsam auf ihn zu und wiegt dabei seinen Körper zu den betörenden Klängen seines Instruments. Der Stier beginnt ebenfalls, sich zu den Tönen der Flöte langsam im Kreis zu drehen, während der Torero kriechend das Weite sucht. Ich alle Gott zu leben. Kriechend sucht der Torero das Weite. Au revoir! Der Flötenspieler lockt den Stier hinter sich her. Dreht noch ein paar Runden. Falsche Richtung. Und noch eine Runde. Ja, das sieht gut aus. Und da stürzt ein Samurai mit erhobenem Schwert hervor. Und mit wilden Schwertschwüngen springt er auf die beiden zu. Oh nein, Flötenspieler. Nicht gehupft, komm, sondern gesprungen. Der Stier dreht auf den Hinterhufen um und galoppiert davon. Der Flötenspieler wirft sein Instrument nach dem wilden Japaner und ergreift ebenfalls die Flucht, als ein fürchterlicher Donner ertönt. Verdutzt bleibt der Samurai mit erhobenem Schwert stehen und dreht sich wachsam im Kreis. Als er die beiden Ärzte erkennt, die mit einem Krankenbett auf ihn zukommen, lässt er langsam das Schwert sinken. Lächelnd nehmen sie es ihm ab und betten ihn wieder. Selig schläft er ein, während sie ihn wieder auf sein Zimmer schieben. Wieder einer dieser Albträume von einem, der auszog, die Südstadt zu verlassen. Blackout, mein Name ist Albert. Großartig. Okay. So muss es sein, Kollege Groß, Kollege Schmitter und Kollegin Conny. Super. Vielen Dank, Herr. Ach, schön, oder? Boah. Ihr seid großartig. Echt? Ja. Auch eine gute Geschichte. Ja. Auch so glaubwürdig. Ja. Jemand sagt 2 Monate Weltreise oder 2 Monate Domburg? 2 Monate Domburg. Echt? Ja. Größter Luxus im Leben von Wilfried Schmickler, 4 Tage Venedig? Ja. Im teuersten? Da waren wir mal im teuersten, ja. Nicht im teuersten, aber in einem der teuersten. Hast du es freiwillig gemacht oder musste dich jemand? Hat Vero wiederum meine Frau gebucht. Wir hatten das, ja, wir fahren immer zur Biennale. Ach, Herr Doktor. Und da hatten wir ein Jahr das Riesenpech mit einem richtigen Scheißzimmer. Also, und ich war krank und Usel und lieber nach Hause. Und hat sie gesagt, nächstes Jahr. Und da waren wir in einem Hotel, wo irgendein Film gedreht worden ist. Spritti Politi oder wie immer das heißt. Ja. Und kommen da an, kommen unten an den Bar, Entschuldigung, einmal Tür auf. Ich sag, kann ich selber. Tür auf. Ja. Sind Sie damit einverstanden? Would you accept an upgrade? Ja. Ach ja. Eigentlich doch. Und führt uns in so ein Zimmer, schleppt einem da die Koffer, was mir sowieso schon unangenehm ist. Wieso das denn? Ach, kann er selber tragen. Ja, aber das ist doch, die verdienen doch ihr Geld damit. Das ist ja ein Beruf. Ist schon auch wieder ein Leute Argument. Machen einen Beruf. Ist eben genau das Argument, was du sagst. Die verdienen ihr Geld damit und deshalb lassen wir machen. Und kommt in ein Schlafzimmer. Ich denke, boah, Hammer. Ist ja wie Himmel, Schlafzimmer, Riesenbad, Gold, frag mich alles. Natürlich Imitate. Aber. Italien halt. Und dann macht er die Tür auf und sagt, and here's the living room. Und wir sind in einem Raum, bang. Ach, irrsinnig groß. Ich dachte, das wäre der Gemeinschaftsraum für die ganze Etage. Aber also ich kenne diese Hotels von meinen Tourneen und ich muss ja, ich habe mich ganz. Oh, du kennst Hotels. Ach, da bist du der, der dich übertrinkt. Wilfried Schmickler,
Schmickler, wohnt in Köln in der Südstadt. Kommst du da, kennst du eigentlich auch andere Viertel als jemand, der so Ungarn? Nee, ich komme da nicht raus. Du kommst da nicht raus. Ne? Ich kenne mich auch gar nicht mehr aus, wenn ich da raus. Ja. Also schon in Nippes oder Ehrenfeld, dann bin ich wie ein Fremder. Ja, ach. Dann weiß ich nicht, wo es rechts ist und wo links ist und so. Nee, ich habe da mein Viertel und da fühle ich mich wohl. Genau, und alle kennen dich und du kennst alle und du gehst zu allen. Ja. Und Lutz van der Horst hat ein paar von denen, die du täglich besuchst, mal einfach so gefragt. Wilfried Schmickler ist ein Südstadttyp. Hier flaniert er täglich und lässt sich inspirieren. Zum Beispiel in diesem Strumpfladen von Frau Schmuckert. Hallo, Frau Schmuckert. Schönen guten Tag. Hallo. Freut mich. Van der Horst, ich habe mal eine Frage. Der Herr Schmickler, wie oft kommt er denn so vorbei bei Ihnen? Immer wenn er am Schaufenster vorbeischaut. Schaut er. Ja, wenn nicht gerade Kunden da drin, hier drin sind. Ach so, wieso? Dann kommt er nicht rein? Nein, dann winkt er. Dann winkt er nur. Ist er ein bescheidener Typ dann? Ist er dann sehr eher bescheiden. So schüchtern? Ja, fast verlegen, wenn man ihn auf seine Erfolge anspricht. Aber er freut sich schon, wenn man ihn auch anspricht. Ja, doch, das strahlt er aus, in jedem Fall. Okay. Kauft er häufiger Socken hier? Ja, wenn er sie braucht, auf jeden Fall. Was sind das für Socken? Was ist die typische Schmickler-Socke? Die würde ich gerne mal sehen. Typisch für Wilfried Schmickler ist die schwarze Socke. Das ist ja aufregend. Immer nur. Aber es passt doch zu seinem Outfit. Aber das nie ist doch authentisch für Wilfried Schmickler. Und er ist ein authentischer Typ, würden Sie sagen? Ganz und gar. Nächste Station, Wilfried Schmicklers Blumenladen. Da steht auch schon der Besitzer, Herr Thewissen. Hallo. Hallo. Wie oft ist er da, der Herr Schmickler? Ach, Wilfried, so jeden Tag oder jeden zweiten jeden Tag, nicht Blumen zu kaufen, so. Sondern auch irgendwie ein bisschen zu quatschen, eine zu rauchen, Kaffee trinken und so in der Richtung. Wäre das jetzt ein typischer Strauß, den er sich... Würde er auch bestimmt schön finden, das sind so Freilandrosen. Okay. Nur der Joke oder das Witzige an der Sache ist immer, Wilfried guckt sich die Blumen natürlich von oben an, aber im Endeffekt muss er sie in die Hand nehmen, weil er muss wissen, wie dick die sind, damit die auch in die Vase passen. Das ist aber so ein Joke mehr oder weniger, weil er sagt immer, zeig mal die Stiele. Ja. Sag ich, ja, Wilfried, guck doch mal oben, ist doch viel wichtiger. Ich nehme zwei Bund. Ja, aber wenn zwei Bund, dann passen die ja nicht mehr in meine Vase. Sag ich, ja, natürlich passen die in deine Vase. Ich kenne ja deine Vasen. Letzte Station, Hammond Bar. Das ist der Andi, das ist der Besitzer. Hallo. Der Wilfried kommt nach fast jedem Auftritt hier hin. Wie läuft das dann ab? Ja, man kann immer so sagen, wir freuen uns immer sehr, wenn er abends kommt, weil er kommt ja vom Auftritt, hat am Anfang noch so ein bisschen Leere, dann hat er seinen Pilz, was er hingestellt bekommt. Kommt da ein bisschen runter, entspannt ein bisschen. Es muss dann auch ein Pilz sein, er trinkt kein Kölsch oder was? Ja, ich muss ja leider das Geheimnis verraten, er ist ja nicht ein Urkölner und er trinkt lieber Pilz. Doch, das muss ich so leider zugeben. Ich habe sowas gehört. Aber es ist ja auch eine Fußballkneipe hier, ne? Also ich sag mal eher Köln-Fans, wie kommt denn das so an? Hält er zu Leverkusen dann? Also wir haben es ja so ausgerichtet in der Kneipe, wir sind natürlich vorrangig FC-Fans, aber wir sind eine Fußballkneipe, es sind auch andere Fans gekommen. Wir reden nur nicht so oft mit Wilfried über Fußball. Vielen Dank. Und ich bestelle jetzt zum Abschied noch ein richtiges Bier, ne? Ein Kölsch, wie sie es hier gehört. Ja, das höre ich doch gerne, hole ich da gerne ein. Alles klar. Und damit gebe ich zurück ins Studio. Das ist der Lutz van der Horst. Unterwegs in einer fremden und seltsamen Welt mit Namen Kölner Südstadt. Wie falsch ist der Eindruck, Wilfried, dass Kabarettisten mehr trinken als normale Menschen? Kann ich nicht beurteilen, ich kenne kaum normale Menschen. Also alle, die ich kenne, haben alle einen kleinen Schuss. Also auch die normalen. Nein, das kann ich so nicht, könnte ich jetzt so nicht sagen. Aber der Beruf bringt es mit sich, dass dieses Runterkommen Bier abends, also ich könnte dann auch nicht direkt nach Hause, dann bist du 300-400 Kilometer Autobahn gefahren und kommst direkt von der Tour runter, dann muss ich einfach abends irgendwo in einen neutralen Raum mir ein Bier trinken und nach Hause gehen erst. Oder auch zwei Bier trinken und dann erst nach Hause gehen. Aber die Kabarettisten, die ich kenne, die sind alle trinkfest, ja. Wieso kennt denn der Blumenhändler deine Vasen? Weil ich die da kaufe. So einfach ist das. Hör mal. Nein. Da hast du dir schon was ausgedacht. Nein, ne? Ich. Hör mal, da läuft doch was. Der kennt seine Vasen. Donnerwetter, hier, Vasen. Ich weiß Bescheid. Vertrete, ne? Vertrete ja die Auffassung, support your local dealer. Also ich bestelle nichts im Internet und so weiter, sondern ich kaufe das bei den, wenn möglich, bei den Geschäften bei mir in der Nachbarschaft, weil die machen das Viertel aus, dass sie die kennst, dass sie da ihre Existenz haben und so weiter, ihre kleine, der. Der kleine Laden mit dem Büromaterial, der kleine Laden mit dem Wein, der kleine Laden mit dem Spielzeug und so weiter. Das macht mir einfach Spaß, die zu kennen, mit denen man schnell
ein bisschen was zu reden und dann da zu kaufen. Das gehört für mich dazu. Was macht dich denn so verlegen, wenn dich jemand auf deine Auszeichnung anspricht und darauf, wie gut du bist? Ach, weil ich, da wird viel so. Ist die Auszeichnung, die ich gekriegt habe, habe ich deshalb gekriegt, weil ich dran war. In einem bestimmten Alter, wenn man bestimmte Dienstjahre hat, dann ist man halt mit dem Deutschen Kleinkunstpreis irgendwann mal dran. Die haben ja keinen anderen. Also, glaubst du eigentlich, dass du nicht doch, gut... Doch, die haben sehr viele andere. Ja. Nein, aber zum Beispiel, kleine Geschichte, da steht ein fein gekleideter Herr mit mir zusammen an der Ampel, wir warten auf die Rot, Fußgängerampel, und da sagt er ganz distinguiert zu mir, ach Herr Schmickler, das wollte ich Ihnen mal sagen, was Sie da machen, das finde ich total gut, das höre ich mir jedes Mal an, finde ich sehr hervorragend, 2, 3 Sätze noch, die Ampel wird grün, ich gehe rüber, der bleibt stehen und brüllt mir hinterher, Schmickler, du hast auch einen Mörderfress. Und das höre ich dann lieber. Also macht mir mehr Spaß, wenn jemand so sagt, du warst auch ein Mörderfress, als wenn da diese... Ja, ja. Ab heute werden die Leute dir nachrufen, Arschbacken, Kasper. So. Musik. Willst du Wasser? Wilfried hat sich als Hausmusiker etwas besonders Schönes ausgesucht, ein Karnevalsklassiker. Wir freuen uns sehr, den außerhalb der Session hier zu spielen. Mein fast noch kaltes das stimmt Bier. Jetzt, stimmt jetzt. Nee, ist okay. Stimmt jetzt so nicht. Ich habe mir gewünscht, die deutsche Nationalhymne zu singen. Ja, ist richtig. Und habe ich ihn lange bequatschen müssen und hat er gesagt, komm, das machen wir. Ja. Jetzt singen wir die deutsche Nationalhymne. Richtig. Das war's nämlich. Mein lieber Freund, die alten Zeiten sind vorbei. Ob man da lacht, ob man da weint, die Welt dreht weiter, 1, 2, 3. Ein kleines Häuflein Diplomaten macht heute die große Politik. Sie schaffen Zonen, gründen Staaten. Was ist denn hier mit uns im Augenblick? Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Hi, Chimla, 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 bum. Wir haben Mägdelein mit Wildwich voll Revesien. Hi, Chimla, 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 bum. Zwar sind wir keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Hi, Chimla, 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 bum. Doch fremder Mann, dass du es weißt, ein Trizonese hat Humor. Er hat Kultur, er hat auch Geist, darin macht keiner ihm was vor. Selbst Goethe stammt aus Trizonesien, Beethovens Wiege ist bekannt. Nein, sowas gibt es nicht in Chinesien, drum sind wir auch so stolz auf unser Land. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Hi, Chimla, 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 bum. Wir haben Mägdelein mit feurig wilden Wesien. Hi, Chimla, 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 bum. Ist einmal, wir sind doch keine Menschenfresser. Doch wir küssen umso besser. Und jetzt alle, wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Hey, Chimla, 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 Bock. So! Jawohl! Okay, fantastische Leistung. So, jetzt erklär das mal mit der Nationalhymne. Für die Herren, die es nicht wissen, Lied ist von 48. Man soll 48. Da, jetzt habe ich den Fehler mit dem Essen, was du gesagt hast. Weißt du? Und da wurde dieses Lied bei ersten offiziellen Anlässen, deutsche Fußballnationalmannschaft hat irgendwo in England gespielt oder hier in der Sporthalle in Köln bei einer Sportveranstaltung, hatten die ja keine Hymne, erste Strophe war verboten, zweite Strophe auch, dritte hat man noch nicht gesungen. Und dann hat man dieses Lied, wir sind die Eingeborenen von Trizonesien, in einer Instrumentalfassung damals als Hymne gespielt. Konrad Adenauer war selber dabei damals und hat keiner gemerkt, hörte sich auch irgendwie... schlüssig Schindler, an. Ja. Den Text hat keiner richtig gehört und so hat auch keiner Anstoß genommen, aber so sind sie keiner. Das Tolle ist aber, dass die Soldaten der Länder, die anwesend waren, alle aufgestanden alle sind. Alle aufgestanden und dieser sind, genau. Hymne, die ja, genau. Ja, genau. Wir hören jetzt und sehen jemanden, der
dich sehr gern mag, auch wenn das vielleicht ein bisschen viel Gefühl für dich jetzt ist. Klaus Heuser. Oh, der Major. Den Wilfried kennen halt viele Leute als Kabarettisten, auch aus Radio, Funk und Fernsehen, aber privat kennt ihn kaum einer. Und als ich den Wilfried kennengelernt habe, habe ich mich gewundert, wie groß die Diskrepanz ist zwischen dem Wilfried, den man von der Bühne kennt, und dem Wilfried, der, wie er privat ist. Also er ist ein sehr zurückhaltender, sehr schüchterner Mensch, auch einer, an dem man privat fast gar nicht rankommt. Also Emotionen sind für ihn sehr wahrscheinlich ein Gräuel. Über Gefühle zu sprechen, ist auch nicht gerade sein Ding. Und wenn man ihm näher kommen will, dann ist er erstmal sehr, sehr abweisend. Man muss hart kämpfen, bis man seine Zuneigung gewonnen hat. Ich glaube, bei mir hat es 10 Jahre gedauert. Aber jetzt würde ich mich schon als sein Freund bezeichnen, auch aus dem Grunde, weil Wilfried macht immer, bevor er ein neues Programm auf die Bühne bringt, macht er immer im kleinsten Kreis sozusagen eine Preview, wo man dann zum ersten Mal hört und sieht, was er sich ausgedacht hat fürs Programm. Und da lädt er immer nur zu diesem Event ins Wohnzimmer ein und da kommen dann nur seine besten Freunde. Und bei dem letzten Programm hat er mich auch meine Frau auch angerufen, ob wir nicht kommen wollten. Da habe ich gedacht, jetzt hast du es geschafft. So sieht's aus, Major Heuser. War das der Freundschaftsritterschlag? Also wenn du jemanden nach Hause, so wie er das beschrieben hat? Ja, aber so, er hat es jetzt ein bisschen so verkürzt auf den Punkt gebracht. Er ist auch ein Domburg-Fahrer. Wir treffen uns in Domburg immer wieder. Er ist mit seiner Band, hat im Moment eine neue Band auch, eine wunderbare Band übrigens. Mit der ist er im Moment auch viel unterwegs. Jetzt nicht mehr wie Bab früher, aber doch sehr viel über die Dörfer. Hat eben auch viel zu tun. Wir sehen uns sonst übers Jahr nicht so oft. Aber wenn wir uns sehen, ist es immer sehr angenehm und freundlich und wir sind gerne miteinander. Hast du auch Frauenfreunde? Bist du verrückt? Nee? Mit Frauen kann man... Nein, ich meine jetzt, hör mal... Nee, ich meine nicht, nein, doch, so wie Christine so und wie ich. Wie wir beide. Ja, nee, so Zimtzicken und Analmöbeln. Nein, das ist nur Ivo. Nein, klar, ich kenne auch Conny, die jetzt gerade hier dankenswerterweise sich als fantastisches Double zur Verfügung gestellt hat und andere. Ich mache da keinen Unterschied. Du hast Geburtstag demnächst und was, wirst 60? 60, ja. Ist super, oder? Super. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das packe. Echt nicht? Nee, hätte ich das nicht so mit dir. Also wenn du mich mit 20, 30 gefragt hättest, das waren ja auch noch andere Zeiten. Ja. Also, spürst du was von Altersmilde oder Weisheit oder sowas? Nee, milde und weise ist überhaupt nicht. Was ist, dass es mir schwerer fällt, Urteile zu fällen. Also Situationen zu beurteilen. Nehmen wir an, wir haben einen kriegerischen Konflikt in der Welt. Wir haben eine politische Situation, die sich zwischen Staaten eskaliert und so weiter. Da zu sagen, was ist richtig, was ist falsch, wo ist die richtige, wo ist die falsche Seite. Was hat das mit dem Alter zu tun? Warum fällt dir das schwer? Früher hätte ich da ganz einfach gesagt, ach, Palästinenser, wumm, Kurden, wumm, Befreiungskampf, wumm. Heute besorge ich mir die Informationen und sehe, wie komplex diese Dinge in der Wirklichkeit gelagert sind und wie schwer es ist, da Urteile zu fällen. Oder Meinungen zu entwickeln, bevor ich eine Meinung habe. Und das erwarten die Menschen von mir. Leute erwarten von mir im Radio, im Fernsehen, dass ich eine Meinung sage. Und also je älter ich werde, umso mehr Einsicht habe ich, glaube ich, in die Komplexität der Dinge. Und so, umso schwerer fällt es mir, einfache Urteile und einfache Meinungen zu formulieren. Heißt das im Umkehrschluss aber auch, dass man sich die Dinge vielleicht früher ein bisschen zu einfach gemacht hat? Eventuell, ja. Kann sein. Aber das würde ich jetzt gar nicht so, es hat ja auch viel Sinnvolles gehabt, spontan zu reagieren, aus einem spontanen Impuls heraus was zu machen, gerade im politischen oder im Gemeinwesen. Aber es ist eben, je älter ich werde, umso mehr muss ich nachdenken. Und genau das, meine Damen und Herren, ein schöneres Stichwort hättest du uns nicht vergessen. Genau das machen wir jetzt. Wir denken nach. Wir verfügen uns hier gemeinsam in ein Bett. Wer? Du. Christine und ich. Guck mal, ich habe meine... Ja, natürlich. Danke. Fachkräfte im Wandel der Zeiten. Kommst wir legen uns da jetzt zu dritt rein. Wir werden jetzt hier gemeinsam in diesem schönen Bett Platz nehmen. Du legst dich bitte in die Mitte. Ich in die Mitte? Oh ja. Gott, so schön. Keine Angst, Löffelchen liegen machen wir nur in Sendung mit Frank Elstner. Zudecken oder komm. Offen? Nein, offen. Okay. Ich würde auch noch gerne dazu... Entschuldigung. Ja, mein Gott, geht's denn? Ja. Richtig hoch oder wie? So. Darf ich als Jüngster in diesem Ensemble mich auch noch dazulegen? So. Die Untersicht. So, und nun haben wir da vorne ein Sandmännchen, wie wir alle sehen, meine Damen und Herren, unser Sandmännchen. Und dieses Sandmännchen
Bewirft uns jetzt mit Schimpfworten. Nein, nein. Dieses Handeln zeigt uns Requisiten und wir beginnen einfach mit einer Geschichte, sehen die Requisite und jeder redet mit seiner Requisite so lange, entwickelt die Geschichte so lange weiter, bis eine neue Requisite okay. kommt und dann übernimmt der nächste. Christine, fängt bitte schön. Gute Nachtgeschichte quasi. Wenn du so willst. Okay. Es war einmal ein im Herzen sehr junger Mann, der schon etwas älter war, dessen Lebensmotto war, man soll den Arsch nicht höher hängen, als man furzen kann. Und eines Nachts stand er auf, ging in die Küche und beschloss, ein halbes Pfund Salz zu schlucken. Es war Markensalz. Und da fragte er sich, wie viel Markensalz mag es wohl geben auf diesem Erdball? Ist der Globus voll mit Salz? Nein, dachte er sich, wenn man zu viel eingepökelt ist, dann wird man auch eingepökelt. Dann endet man als Totenschädel auf dem Schreibtisch von Winfried Schmickler. Ich hätte gesagt, Salz oder nicht Salz. Das ist Entschuldigung. Nee, schöne Idee. Aber was mir spontan eingefallen war, was mir immer nicht, Salz oder nicht Salz, das ist die Frage. Auf einmal fing es hinten in der Hütte an zu brennen. Er fragte sich, kann es am Salz liegen? Und fand den Feuerlöscher nicht. Er brannte innerlich, lichterloh, doch dann fand er den Feuerlöscher, inhalierte die Feuerlöschmasse und... Oh. Und weil ich mir schon mal das Bein gebrochen hatte, habe ich gedacht, auf einem gebrochenen Bein kannst du nicht stehen, breche ich mir auch noch das andere. Und dann haben wir einen Schluck Champagner zusammen getrunken und haben... Sind friedlich eingeratzt. Und wenn wir nicht gestorben sind, dann leben wir dann heute schlafen noch. Wir noch heute. Haben uns zur Nacht noch ein paar liebe Schimpfwörter um die Ohren gehauen. Ach, zum Beispiel Analamöbe. Herzlichen Dank, Alexander Ritter, unser Sandmännchen. Und nun, meine Damen und Herren, es ist an der Zeit. Sie stimmen ab. Darf Wilfried Schmickler nach 11 Jahren bei uns seinen Mietvertrag in unserer WG verlängern? Zeigen Sie Ihre Karten. Grün bedeutet ja, rot bedeutet nein. Und hoch mit den Karten. Und da sehe ich tatsächlich 835 Milliarden grüne Karten. Ein Rekord für Wilfried Schmickler. Und dann, ich danke Ihnen, Sie waren ein tolles Publikum. Christine, du warst fantastisch. Aber der Star des Abends, jetzt runter mit den Karten, Hände in Applausbereitschaft, war Wilfried Schmickler.